Hallo zu einer weiteren Folge von Daisy Standalone. Wir machen also praktisch da weiter, wo wir aufgehört haben. Oh, scheiße. Und wir sind immer noch in Elektro. Zawodsk. Und, ja, wir waren halt ohne Munition. Haben jetzt aber eine Feuerwehrachse. Wie gut ist die im Schuss? One, okay. Das ist gar nicht schlecht. Nur Munition für die Mosin, das wäre noch schöner. Wir sind auf dem Weg nach Balota, mehr oder weniger. Also Tschernogorsk ist mir natürlich auch lieb. Aber hier solche abgelegenen Hütten. Also ich bin nie gerne in Städten. Und ich habe auch eine sehr negative Erfahrung neulich gemacht. Ich war auf einem No-PvP-Server. Also wirklich nur gegen Monster kämpfen. Was waren da? Drei Leute, die haben mich eiskalt abgeballert, ohne was zu sagen. Fand ich richtig scheiße. Ich hatte schließlich auch eine Mosin mit allen Attachment, mit vollkommener Munition. Feuerzeuge sind da drüben. Badly damaged. Alle badly damaged hier. Und dann ist das extra No-PvP-Server und dann schießen die mich ab. Das finde ich richtig scheiße. Sollte man sich auch dran halten als Spieler. Finde ich wirklich eine wichtige Regel. Weil das man zerstört anderen den Spiel, der anderen Spielern den Spaß. So mit halt. Das ist echt kacke ist das, aber naja, das heißt, vertraue niemandem. So läuft das halt. So eine Kappe anziehen, nee, das muss nicht sein. Hier gibt's auch nichts. Gehen wir mal, ja, hier, waren wir hier drin? Nein, hier liegt noch was. Einmal Rasputin Kvass. Sehr nett, da waren wir aber schon wirklich gerade drin, da war das Buch auf dem Regal, das weiß ich noch. Ich glaube, hier die Türen sehen alle danach aus, als ob sie nie geöffnet werden können. Was ist das denn da? Noch ein Stift auf dem Boden. Ja, nee, das war's. Hier oben gibt's noch nichts, aber das wird ja... Also, ich finde es sehr gut, dass es bald alles begehbar ist. Okay. Immer diese Gittergeräusche. Machen mir immer Angst. Hallo, Mr. Glitch. Muss mich ja auch nicht angreifen. Dann hau ich halt ab. So, dann gehen wir mal hier weiter. Ja, mehr auf der linken Seite. Hier sind nur noch solche Dingsbums-Gebäude. Ich hab Durst, deswegen trinken wir mal Rasputin Kvass. Oh Mann, dass wir auch so zum Ziel geworden sind. Wir haben immer was zu essen dabei. Und auch zu trinken haben wir ja noch. Wir finden ja auch immer mehr Dosen. Zu trinken gibt es immer häufiger auch noch. Das ist jetzt nicht das Schwierige daran. Ah, puh, schon mal ziemlich spannend für die ersten Folgen. Hätte ich nie gedacht, dass wir direkt eine Mosin finden. Was ist denn hier? Hat seine Hose verloren. Ist eine gute Hose? Grey Cargo. Ach, ganz ehrlich, warum nicht? Ah, Verbandmittel müssen wir auch unbedingt... Warte mal. Ziehen wir mal an. Und Verbandmittel brauchen wir auch unbedingt da. Und den Schraubenzieher brauchen wir überhaupt nicht da. So. Hier eine Tür. Wie blöd eigentlich. Hier gibt's teilweise was. Zum Beispiel noch eine Axt. Ist die pristine? Badly damaged. Hier kann man was besprühen mit diesen Sprühkannen. Gehen wir aber erstmal die Treppe hoch. Der Leitern traue ich ja noch nicht. So richtig. Oh, noch Zombie. Naja, müssen wir jetzt nicht... Also die sieht uns bestimmt nicht. Da ist aber ein anderer Zombie gekommen. Eine Säge haben wir hier. Können wir da irgendwie die Waffe mit absägen? Man kann das damit aufsägen. Auch nicht schlecht. Damaged. One. Ja gut, den Zombie werden wir da unten mal ausschalten gleich.
Ah, das fliegende Weapon Kit. Damit könnten wir eigentlich unsere... Ist unsere Mosin eigentlich... Die ist pristine. Das ist eine einwandfreie Mosin. Was ist das denn da? Ein Schraubenschlüssel. Ja, super, klasse. Hilft uns immer weiter. Fast. Fast bis gar nicht. Ich kann doch nicht schießen, oder? Ich kann ja mal probieren. Nee, zack, 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 zack. Nix da. Nicht möglich. So, mal wieder nicht auf den Zielmodus gehen. Gibt's hier oben überhaupt was? Ich bezweifle es. Eigentlich ein guter Ort zum Snipern. Guter Überblick und auch weit ab, also... Ja, ganz ruhig, Zombie. Zombie. Und get the fuck out of here. So. Wunderbar. Ja, nee, so schlecht. Also ich finde es echt wunderbar eigentlich, was wir als... Also wir haben ja direkt eine Mosin gefunden in der ersten Folge. In der ersten Let's Play-Folge, in Anführungszeichen. In der ersten Folge habe ich auch erstmal nur erklärt, was so Sache ist, wie, was das Spiel überhaupt ist und warum ich es spiele und alles weitere. Nix. Nix. Und jetzt ist es eigentlich klar. Waren wir in diesem Gebäude schon? Ja, weil hier diese Hose unter dem Stuhl lag. Gut, dass wir immer so ein Wiedererkennungszeichen haben. Da waren wir schon drin in der ersten Folge. Da haben wir auch unsere Mosin her. Gut, dann werden wir uns jetzt wahrscheinlich wieder einlassen auf ein kleines Läufchen. So lange wird es nicht dauern. Was ist denn hier? Gut, hier ist jemand auch liegen gewesen. Liegen gewesen vor allem. Ah, ein T-Shirt. Da können wir Verbandszeugs draus machen. Und kombinieren. Perfekt. Haben wir also ein paar Zombie-Attacken. Also 4 Zombie-Attacken könnten wir überleben. Oder, ja, kommt auch an, wie das jetzt ist. Aber 4 unabhängige Zombie-Attacken könnten wir überleben. Wir folgen einfach mal der Eisenbahnspur. Weil Eisenbahn ist eigentlich das Verlässlichste, was man eigentlich haben kann. Da... Überlegt euch das mal. Große Städte haben Eisenbahnverkehr und Eisenbahnen sind ja dafür da, um Güter zu transportieren, die zu Städten führen. Allerdings führt da die gerade woanders hin, deswegen ist das ein bisschen blöd. Aber sonst kann man sich gerne an die Eisenbahnrichtung halten, weil die immer sicher, mit hundertprozentiger Sicherheit zu anderen Städten führen. Weil es ja auch Sinn macht. Eisenbahnen würden ja nie ins Nirgendwo führen. Ist ja immer zum Gütertransport da. Also das ist ein guter Wegpunkt, Macher, wenn man mal was braucht. Ich gehe mal da rein. Also ich liebe auch Tankstellen irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber ich finde sie einfach genial. Und es gab mal einen Glitch oder was weiß ich was. Da sind Tankstellen immer explodiert. Ich habe auch einmal in so einem Schuppen, wo wir hier gerade drin sind, einmal eine Mosin gefunden. Was ist das hier? Och, Licht. Was ist das hier? Es sieht echt aus wie ein Gegenstand. Naja, das ist jetzt aber ein Gegenstand. Kompass! Bitte ist der nicht ruined? Wie gut ist der in Schuss? Warn! Gut! Der Kompass sagt uns jetzt immer die Richtung an. Aber westlich vom Meer reicht schon mal. Ich habe ja eh keine Karte auf. Hier ist doch das Meer, oder nicht, ne? Muss ja, was soll denn da sonst sein? Ja, Meer. Oder weniger ist das das Meer. Haha. Ja, und wie ihr seht, also wie ihr noch nicht seht... Doch, wie ihr gesehen habt, das ist ja hier die zweite Folge, richte ich mich auch wieder mehr in Richtung 2 Videos pro Tag. Ich habe dann doch mal wieder so ein bisschen mehr Elan bekommen. Das war mal ein bisschen weniger der Fall. Ist einfach so eine Gegebenheit. So ist das nun mal. Und ich habe jetzt mir ein bisschen wieder gerichtet. Ich habe vor das Mikrofon gesetzt, so ein bisschen, entspannter mal. Muss ja auch mal sein. Ja, hier gibt's immer was eigentlich, aber es wurde schon ausgeräumt, deswegen. Diese Tankstellen können in die Luft gehen. Ich habe eigentlich gesagt noch nie gewusst, dass es überhaupt Explosionen gab vorher in DayZ, also Standalone.
Ja, das, aber das, das war schon ziemlich neu, fand ich das. Ist das hier nee, ist das eine Scheißhütte. Nee, das sind solche Hütten am Wegesrand. Da findet man, glaube ich, ich habe da noch nie was drin gefunden. Ich glaube, das Herbste war da drin ein verrotteter Apfel oder so. Zum Vergessen die Häuser. Ich hoffe, die machen die noch ein bisschen besser. Dass jedenfalls mal frisches Obst auch irgendwo liegt. Weil das ist halt die Zombie-Apokalypse. Überall sind nur noch Let's Player. Oh Gott. Die wird da wohl nicht so lange eingetroffen sein, dass das ganze Obst schon vergammelt ist. Und ich glaube nicht, dass viele Leute vergammeltes Obst in ihrem Dingsbums lagern. Also irgendwann sollte ich mal Hunger bekommen, glaube ich, weil ich habe ja bisher nur getrunken. Und irgendwo da hinten ist Tschernogorsk und da ist direkt ein Krankenhaus. Oder es wird immer Krankenhaus genannt, obwohl es ja eigentlich eher so eine kleine Taverne ist oder so eine Bar oder sowas in der Art. Oder Kneipe oder vielleicht irgendwelche anderen Synonyme für das gleiche Wort. Aber auf jeden Fall findet man da gute Gegenstände, die einen heilen. Und ich finde es so echt gut mit der Performance. Zwar ist die Grafik jetzt nicht so toll, aber es ändert ja an der Spannung nichts. Und die Grafik ist ja, diese Bäume sehen vermatscht aus, genauso wie andere Texturen. Aber sonst nehme ich mit 24 FPS auf. Und ich kann dann auch nicht so gut zielen, weil wegen der Framerate, da geht das einfach ruckartig und das ist ganz seltsam, ungewohnt vor allem. Und deshalb wird mir das in Konfliktsituationen nicht gerade helfen. Deshalb müssen wir jetzt erstmal so spielen. Ich finde es ehrlich gesagt nicht unbedingt so störend. Das ist immer noch eine gute Auflösung. Ihr könnt ja mal eure Meinung sowieso schreiben. Ich finde aber immer noch die Bodentexturen immer noch scharf genug, wenn man dran zoomt und alles. Weiter weg, da ist es halt unschärfer. Was aber auch logisch ist. So soll es ja eigentlich auch sein. Und es ist ja noch eine Alpha. Da kann man schon sagen, dass die Performance schlecht ist. Und man kann aber auch nicht sich beschweren, dass man das jetzt sagt, es ist so scheiße. Bitte ändert das oder ich spiele es nie wieder. Da hinten ist auch so eine Insel. Naja. Denn es ist beides normal. Es ist normal, dass es noch nicht, dass es doch geändert wird und es ist normal, dass es noch scheiße ist. Also es ist ja nicht direkt scheiße, aber es ist ein bisschen unblöd. Unblöd. Was? Es ist ein bisschen blöd, oder ungut eher. Wie komme ich jetzt auf unblöd? Vor allem, weil das genau das Gegenteil ist, was ich sagen wollte. Naja, egal. Reden wir nicht länger drüber. Boah, hier gibt's ja. Aha. Eine blöde Fackel, nehme ich an, oder? Ja. Die gehen, glaube ich, gar nicht, habe ich das Gefühl. Cargo Pants haben wir ja zum Glück nicht an. Oder irgendwelche sonstigen Cargo Pants. Hier war schon jemand drin. Wir haben sogar einen Rucksack. Ich glaub's kaum. In so einem Haus gefunden hier. Das hier ist ein EpiPen. Oder? Bestimmt wieder verrottete Kiwi. Ja, klar. Es gibt auch so selten frische Kiwi. Ich habe, glaube ich, einmal eine gefunden. Das ist das seltenste Item im Spiel, meine ich. Eine frische Kiwi. Ist das beknackt? Wo will ich hin? Wo will ich hin? Zum Glück haben wir das mehrmals als Wegweiser, weil sonst wäre ich jetzt ganz woanders wieder langgelaufen. Oh Mann, wo weit ist es noch? Es dauert nicht mehr lange. Wenn wir im Horizont hier irgendwann die Plattenbauten sehen, wissen wir, Tschernogorsk ist nicht mehr weit. Und vor allem Tschapewsk, oder wie das heißt. Da sind ja immer die Wolkenkratzer und die Plattenbauten und alles. Das ist ja über Balota oder Tschernogorsk irgendwo so in der Nähe. Ich weiß gar nicht, in welchem Ort das genau ist, weil ich da selten war, weil das wirklich ein Hotspot für PvP-Action ist. Und hier wächst Gras auf der Straße. Auch ziemlich gut anzusehen. Was ist das denn für ein komisches Ding? Ach, Sackgasse da drüben. Möchte ich eh nicht rein. Der Weg geht wirklich tatsächlich hier lang. Boah, ich dachte schon. Das war ein Vogel. Oh Gott. Klang gerade ungewöhnlich. Naja, egal. Irgendwo sollten hier die Wolkenkratzer sein. Und da drüben ist schon wieder so eine Station. Da oben ist so ein Farmhaus. Also, oder nur ein einzelgelegenes Haus. Busch. Ich dachte schon, es wäre ein Spieler. Aber das war nur der Schatten. Da könnte ein Spieler drin sein. Ist das da oben? Auch nur ein Busch. Hier ist doch keine Station. Schade. Aber wir sind auf der
Diese Stelle kennen vielleicht die meisten, also da drüben. Diese Stellen kennen vielleicht die meisten aus dem Hauptmenü. Das gibt es ja auch so eine Grafik, wo der Spieler unter dieser Brücke steht. Meine ich, das wäre diese Brücke gewesen. Was ist denn das da hinten? Ich verwechsel die immer mit denen. Aber nee, das ist diese Tavernen, Kneipen, Bars, irgendwas. Die merke ich mir immer damit mit dieser Fensterformation. Drei Fenster und das mittlere ist am längsten. Das ist echt schon praktisch. Und so kann ich mir das echt immer sehr gut merken. Und natürlich roter Ziegelstein, die dürfen natürlich auch nicht fehlen, sonst ist es ja halt keine richtige Taverne. Und hier ist ein Ortsschild, meine ich. Aber wir wissen eh, dass wir jetzt in Chernogorsk sind, bald. Sind da hinten die Plattenbauten? Ich meine, ja, da sind sie. Da sieht man die Hochhäuser. Ja, genau, das ist hier das. Man kann ja auch draus trinken. Aber sollten wir das sogar wagen? Ist überhaupt gar kein Teich, hä? Und ich höre auch schon wieder einen Zombie, warum auch immer der hier ist. Warum kann ich nur so langsam laufen? Das gibt's ja nicht. So, jetzt auch wieder besser. Eine scheiß blendende Sonne, die ist auch so ein bisschen nervig. Wenn ich Quatsch die ausstecken kann. Aber da hinten sieht man schon im Nebel. Da sind. Ja, es ist so ein bisschen nebliger. Die Wolken, die sehen richtig gut aus. Obwohl ich es oft ausgemacht habe. Noch nicht mehr extra Wolken sind, aber wenn ich mir eine bessere Grafikkarte hole. Irgendwann mal. Hier gibt es keine guten Häuser. Aber hier gibt es so eine Farm. Das lohnt sich, das lohnt sich. Da drüben. Wenn ich mir eine bessere Grafikkarte hole, ich habe schon die GTX 770 im Visier. Wird nicht allzu zu bald kommen, weil ich mir jetzt Geld spare auf andere Sachen. Zum Beispiel eher auf Mikrofon. Accessoires, was ich aber dann auch zum Geburtstag kriegen werde. Wahrscheinlich. Und unser erster Kill mit dem Charakter. Oder mit dem Charakter. Dass die meisten immer Charakter sagen. Das war's, würde ich mal sagen. Auch nur Licht. Ja, alles nur Licht. Unglaublich. Nein, ich möchte so bleiben. Hier in dem Stall ist auch nichts. Aber in denen hier ist meistens was. Gibt aber auch sogar Waffen. Das sah gerade echt so aus wie so eine alte CS-Map. Okay, ist eine Schaufel. Was ist das denn da? Eine Kappe. Ja, hier gibt's vor allem... I'm thirsty, dann trink was aus deiner Pulle. Okay, wir werden es gleich mal versuchen. Schraubenschlüssel, Schuhe. Ist da drüben was? Ah, nicht, dass ich was sehen würde. Da gehe ich jetzt auch nicht mehr hin. Boah, eine Kappe. Da drüben nichts. Oh nein. Nicht darunter fallen. Aber im neuesten Patch haben sie immer den Fallschaden dezimiert, dass man nicht aus 5 Meter Höhe direkt tot umfällt. Sondern sich dann mal ein Bein bricht. Was dann normal ist. Eher als direkt zu sterben. Naja, gut. Sehen wir weiter. Hier ist wieder ein Kackhaus. Auf den Eisenbahnschienen halte ich mich ungern auf. Eher in Richtung Meer. Dann gehen wir mal lieber dahin, weil es da am wenigsten gibt. Und man somit Spielern aus dem Weg geht, weil... Oh Gott. Hallo, du sollst uns nicht zum Hindernis werden. Guck, guck. Jetzt nicht mehr. Ja, darum. Keine Ahnung. Was ist das denn da hinten? Ja, das ist diese komische Insel. Darauf soll es angeblich ja auch Loot geben. Halte ich nicht viel von. Also Low Yield nennt man das Zeugs ja auch. Und das heißt also wirklich eine sehr geringe Chance. Nun gut, wir laufen dann gerade nochmal nach Chernogorsk und dann beenden wir die Folge. Es soll ja wirklich so ein Let's Play werden, was auch ordentlich Folgen haben möchte, weil
einer hat mir mal irgendwann geschrieben, wenn ich die ganzen Sachen rausschneide, werde ich doch, habe ich doch nachher überhaupt gar keinen Inhalt mehr. Und wenn Gronkh das machen würde, hätte er kaum Folgen, was auch wirklich wahr ist. Denn manchmal kommt er echt nicht viel bei rum. Ich wollte halt natürlich immer den besten Inhalt überhaupt... Den besten Inhalt überhaupt, das klingt doch gar nicht eingebildet. Nein, das meine ich aber so gar nicht. Den besten Inhalt, den ich schaffen kann, den wollte ich bringen. Hier kam auf diese Insel, wie blöd. Oder ist das eher nur ein Hafen? Ich glaube, es ist nur ein Hafen. Den ich schaffen kann, also den bestmöglichen Inhalt, den ich schaffen kann, wollte ich dann auch abliefern. Allerdings habe ich echt weniger Aufnahmematerial, habe ich ja gemerkt. Ich habe 1,5 Stunden aufgenommen und eine 20-Minuten-Folge rausbekommen. Also deswegen nicht ganz so vorteilhaft. Deshalb machen wir das jetzt so. Wir sind gleich in Tschernogorsk. Und ich habe Durst. Und ich habe auch im echten Leben Durst. Ich denke mal, dann machen wir es so. Wir gehen jetzt mal, in den neben dem Baum hier. Das wäre einer, ist aber nur ein Blatt gewesen. Hier neben dem dicken Baum nehmen wir mal einen Schluck aus der Pulle. Und ich nehme auch einen Schluck aus der Pulle. Ja, er ist natürlich vor mir fertig, weil ich hier diese, weil ich das auch so schlecht hingepackt habe. So. Ja, weiter. Gut. Ja, wir sind bald da. Da oben sind die Plattenbauten. Gehen wir auch mal gucken. Ich finde die ein bisschen unstrukturiert, deswegen mag ich die nicht so. Vorne ist wieder so ein Ding. Bah. Ja, so eine Scheune, ich weiß nicht. Oh, Verbindungsprobleme, auch sehr geil. Kann ich mich noch bewegen? Oh ja, ich kann es noch, aber es ist verzögert. Bei Minecraft ist das noch gar nichts. Die zeigen aber auch nicht solche Dinger dann an. Bei Minecraft manchmal bei schlechten Servern, dann dauert das echt sehr lange, bis dann die Übertragung stattfindet. Also Minecraft hat da auch noch ziemlich instabile Server. So, hier geht's auch weiter. Ich habe da irgendwas gesehen, das war Licht. Mist, hier gibt's auf jeden Fall schon mal nichts auf Bodenlevel. Kann auch sein, dass das gelootet wurde. Auch wenn das jetzt nicht der beste Loot ist und nicht viele Spieler hier hingehen. Nix. Oh, da liegt eine Kappe, oder? Liegen Schuhe. Naja. Auch nichts für die Zukunft. Und wir gehen mal hier hoch. Es liegt denn da vorne? Gehen wir das da gerade noch holen, das Wasser nach für die Folge. Und dann in der nächsten Folge könnt ihr euch drauf freuen. Da geht's in Tschernogorsk City. Und ich bin gespannt, was wir da alles finden werden. Hoffentlich noch ein bisschen Loot. Viele Spieler sind's. Naja, es werden ein paar mehr. Logisch. Und was haben wir gefunden? Sardinen in der Dose. Immerhin. Essen ist nicht verkehrt. Die Schuhe können wir echt getrost da lassen. Gut, dann vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Oh, Gesundheit. Und tschüss.